Willkommen bei Anzos kleine Werkstatt. Heute zeige ich euch den Bau meiner Anzo Werkbank, denn das hier war die ganze Zeit meine Werkbank. Ein altes Regal aus einem Schrank und ein alter Küchentisch. Ich musste was machen. Ich musste mir eine Werkbank bauen. Und es geht auch direkt los mit dem Aufdoppeln meiner Arbeitsoberfläche nur auf einer Seite der Werkbank, weil an dieser Seite, da wollte ich eine Vorderzange anbringen. Und so eine ordentliche Vorderzange, die braucht ein bisschen Futter, wo das dann dranhängt. Die Vorderzange, die braucht auch ein bisschen Platz für die Halterung und die Mechanik. Und die musste ich erst noch im aufgedoppelten Bereich mit der Oberfräse machen. Wenn man dann erstmal so weit ist, ist die Installation der Halterung wirklich ganz einfach. Um mit der Vorderzange auch größere Bretter und Balken einspannen zu können, habe ich mir überlegt, ein Lochraster vorne in ein Brett anzubringen. Na gut, Missgeschicke passieren. Aber das war auch nicht das Brett, auf das es mir in der Situation ankam, sondern das hier. Und was ihr hier seht, ist, für was ich dieses Brett überhaupt an meine Werkbank dranbauen wollte. Nämlich, es sollte ein Lochraster vorne an die Front der Werkbank drankommen. In die 20 mm Löcher sollen dann Bankhaken oder spezielle Schraubzwinge eingesetzt werden können. Und weil ich mir das genauso auch oben auf meiner Arbeitsfläche gewünscht habe, speziell da, wo die Vorderzange angebracht wurde, habe ich dann auch gleich hier überall 20 mm Löcher eingebaut. Die 16 mm Multiplexplatte hätte ihre Form mit Sicherheit nicht lange behalten, wenn man ordentlich drauf arbeitet. Also habe ich mir überlegt, was ich machen kann und habe mich für eine sogenannte Torsionbox entschieden. Das ist eine verwindungssteife Unterkonstruktion wie ein Skelett aus Holz. Wer sich im Verlauf dieses Filmes mein Holz genauer ansieht, das ich hier benutzt habe, wird ganz schnell merken, dass ich Palettenholz und das Holz aus der Restekiste vom Baumarkt benutzt habe. So konnte ich unglaublich viel Geld sparen und habe mich nicht so geärgert, wenn ich mich mal versägt habe. Für den Bau meiner Werkbank hatte ich eigentlich keine wirklichen Pläne. Ich hatte ein Bild in meinem Kopf, wie die Werkbank ungefähr aussehen sollte und habe sie deswegen beim Bau immer weiterentwickelt. Aus diesem Grund baue ich auch hier zuerst die Beine, die dann quasi im freien Stand durch die Frontplatte gehalten werden und zwischen die dann die einzelnen Teile der Torsionbox geschraubt werden. Ich habe die Torsionbox und auch die meisten großen Platten mit Taschenlochschrauben und mit Pocket Holes befestigt. Das ist echt ein super System. Das bringt so Stabilität und ist dabei so einfach. Ich kann das nur empfehlen. Hier sieht man auch das Pocket Hole Chick von Triton. Das Ding ist echt super und dermaßen stabil aus Flugzeugaluminium, ein Hammer. Ich habe aber auch von Wolfcraft, habe ich aber auch das Undercover Chick benutzt. Das sieht man später noch im Film.
Hier sieht man auch den Beginn der Unterkonstruktion meiner Werkbank. Während ich nämlich am oberen Teil die Werkbank bzw. die Arbeitsoberfläche direkt mit den Beinen verbunden habe, bin ich im unteren Bereich zuerst hingegangen und habe eine Überplattung vorbereitet. Das habe ich zum ersten Mal ausprobiert und ich muss sagen, es hat so richtig Spaß gemacht, mit allen möglichen Werkzeugen mal zu arbeiten. Mit Stechbeiteln, mit meinem Handhobel und natürlich auch mit der Tischkreissäge. Und die Überplattungen, die sind auch richtig gut geworden. Also da kann man schon so ein bisschen stolz drauf sein. Auch im unteren Bereich der Werkbank, also wo später noch ein Regal oder eine Regalfläche hinkommen sollte, habe ich auch wieder eine Torsionbox, also eine verbindungssteife Konstruktion eingebaut. Hier sieht man auch das Undercover-Chick von Wolfkraft, mit dem überhaupt die ganze Taschenloch-Geschichte für mich erst angefangen hat. Bevor ich dieses Gerät gehabt habe, wusste ich noch nicht mal, dass es Taschenlöcher gibt. Und erst recht nicht, für was man sie benutzen kann. Hier sieht man gerade noch, wie ich noch ein paar vergessene Taschenlöcher einbringe, die später das Regalbrett halten sollen. In dieser Einstellung kann man auch nochmal schön die Konstruktion der Torsionbox sehen. Bevor ich das untere Regalbrett dann noch endgültig festgeschraubt habe, habe ich noch schnell die ganzen Räder an die Tischbeine angebracht. Eigentlich wollte ich die Regalplatte auch erst dann anbauen, wenn der Tisch auf seinen Rollen steht. Im Nachhinein kam mir die Idee aber, die Tischplatte oder die Regalplatte am Tisch mit Zwingen zu befestigen und anschließend mit Taschenlochschrauben direkt an die Regalplatte bzw. die Regalplatte an die Torsionbox anzuschrauben. Das macht das ganze Gebilde dermaßen massiv, dass man sich um Verbindungen oder sowas überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Und als das letzte Rad endlich angeschraubt war, ging es endlich auf die Rollen. Hier kann man auch nochmal schön sehen, dass auf der Rückseite des Tisches keine Lochplatte angebracht ist. Hier will ich nämlich im Bedarfsfall Schraubzwingen direkt an die Tischplatte dran machen können. Wie das Lochraster in der Arbeitsplatte mit den Bankhaken und in Verbindung mit der Vorderzange funktioniert, sieht man auf diesen Bildern schön. Da kann man super Holz einspannen und dann zum Beispiel wie hier zu hobeln.
Hier sieht man auch schön die Lochplatte in Aktion. Mit Bankhaken oder Benchstocks kann man lange Bretter oder Balken unterstützen und sie dann vorne an der Vorderzange einklemmen und so dann zum Arbeiten wunderbar vorbereiten. So, jetzt habt ihr auch mein drittes Video bis zum Ende angeguckt und dafür möchte ich mich herzlich bedanken und ich hoffe, es hat euch gefallen.